Ja, es ist ja zum Beispiel möglich, dass Sie sehr eine langsame Leserin sind und Sie lesen trotzdem die ganzen Brüder Karamasow. Es ist möglich, dass Sie A-Dur nicht von E-Moll unterscheiden können und Sie hören trotzdem mit grossem Gewinn Death Metal. Nicht so beim Game. Wenn du in einem Game etwas nicht verstanden hast oder nicht genug gut bist, dann bestraft dich das Game und verweigert dir den Zugang zum nächsten Level. Keine andere Unterhaltungsform macht das. Sie haben noch nie ein Buch gelesen und nach 3 Kapiteln fragt das Buch: Was ist das Kernthema der ersten 20 Seiten? Ja, das Kernthema, ja, BOOM! Oder Sie gehen ins Kino, schauen Skyfall und nach einer Viertelstunde kommt James Bond und sagt, in welcher Stadt ist die Verfolgungsjagd mit dem Töpfchen. Und dann geht das Licht an, einer läuft durch die Reihe und nimmt allen, die es nicht gewusst haben, Popcorn weg. Games machen das die ganze Zeit. Da können wir jetzt irgendein Game nehmen, ist gleich was. Nehmen wir etwas aus der jüngsten Zeit. Lollipop Chainsaw. Ja, ich weiss es, es ist ein sehr kontroverses Game. Ja, ja, weil du kannst ja in diesem Spiel kannst du Untoten mit einer Kettensäge die Köpfe absägen und dann mit diesen Köpfen Basketball spielen. Wird sehr kontrovers diskutiert. Gerade auch von Jugendpsychologen. Ist das ein sinnvolles Problemlösungsmuster? Wäre es nicht gescheiter, mit den Untoten über ihre Bedürfnisse zu reden? Ja, wenn Sie mich fragen, ich kann eigentlich gar nicht viel sagen dazu, weil ich bin noch nie bis zu diesem Level gekommen. Ja, weil dort beim Eingang vom Basketballfeld, dort stehen ja so Zombies. Hm? Wenn ich durchlaufe, fressen sie mich auf. Wenn ich versuche, über die Dächer zu klettern, hat es ja dort zwischen einem Basketballfeld und einem Supermarkt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das präsent haben. Da hat sie so eine ganz schmale Mauer, versuche ich drüber zu balancieren, gehe runter, fressen sie mich wieder auf. Nach 3 Stunden Game merke ich, dass ich mich in einer Gruppe von hexenartigen alten Frauen verstecke, die aus irgendwelchen Gründen nicht aufgefressen werden. Also verstecke ich mich in diesen Frauen, aber kurz vor dem Tor biegen die ab und gehen auf den Gemüsemarkt Gott Zwiebeln kaufen. Es ist zum Wahnsinnig werden. Es ist mein freier Tag. Ich sollte E-Mails beantworten, Rechnungen zahlen, dringend posten. Am 8. kommen Gäste, draussen scheint die Sonne und ich stand auf einem Gemüsemarkt von Zombie Town und kaufe Zwiebeln.